Es sind Bilder, die den nahenden Weltuntergang darstellen könnten. Über der chinesischen Hauptstadt Peking liegt der schlimmste Smog dieses Winters. Schwefel und Stickstoffdioxid, Feinstaub, Kohlenmonoxid und Ozon belasten die Luft. Zeitweise so stark, dass der Messindex für Luftverschmutzung nicht mehr ausreicht. Die chinesischen Behörden warnen vor Aktivitäten im Freien und empfehlen den Einwohnern Pekings, Atemschutzmasken zu tragen. Viele Menschen sind entsprechend besorgt. Morgens checke ich das Niveau der Luftverschmutzung und heute ist sie sehr hoch. Deswegen trage ich die Maske. Durch den Smog habe ich eine Nebenhöhlenentzündung und die ist heute sehr schlimm. Ich bin oft besorgt, dass die Luftverschmutzung mir nachhaltig schaden könnte. Die Umweltverschmutzung ist wirklich schlimm. Ich bin ständig erkältet und habe Schwierigkeiten zu atmen. Der Schleim, den ich aushuste, ist schwarz. Ich plane, Peking zu verlassen. Ich will hier nicht mehr bleiben. Die Ängste der Einwohner sind berechtigt, denn auch Ärzte warnen, dass die verschmutzte Luft Schlaganfälle, Herzerkrankungen oder Krebs auslösen kann. Laut den chinesischen Behörden soll der Smog bis mindestens Freitag anhalten. Schon im Dezember hatte die Luftverschmutzung im nordöstlichen Teil Chinas Rekordwerte erreicht.